So, ich wäre soweit. Ich muss einmal für den Brust nicht weglaufen. Du kannst doch hierbleiben. Lauf doch nicht weg, Kai. Was? Wir nehmen hier schon auf, und zwar ein neues Trinkabenteuer in den Heiligen Hain von Hatrako. Und wir bremsen einfach nicht, denn das Wichtige ist, wir wollen euch mit Fake Drinks vergnügen und begnügen. Es geht heute um Jeffrey Morgenthaler, eine Legende hinter der Bar. Der kann fast so gut Zitronen pressen wie ich. Nicht ganz so gut, das ist klar. Aber Jeffrey Morgenthaler hat einen mega Drink gemacht. Das ist der Morgenthaler Sour. Und da hat er gefaked, denn er hat sich überlegt, Amaretto Sour, das kennen wir aus den 80ern, ist ein echt übler Drink oder meistens übel, weil meistens Amaretto sehr artificial, das ist nicht so lecker und sehr süß. Und wenn man nur Amaretto und seinen Sour gibt, ist es schon ein sehr gewöhnungsbedürftiger Drink. Was hat der gute Mann gemacht? Er hat viel Amaretto genommen, aber auch eine gehörige Portion kräftigen Bourbon und plötzlich war der gefakte Amaretto Sour ein ziemlich trinkbarer Sour. Und wie schon beim letzten Drink, möchte ich euch Drinks vorstellen, die wir in Berlin beim Campari Grand Hotel gemixt haben. Und da, weil ich wusste, dass Jeffrey Morgenthaler Gast ist, habe ich einen Drink kreiert, der heißt This is not a Morgenthaler Sour. Warum heißt der so? Weil er eigentlich die Idee des Morgenthaler Sours übernimmt, dann aber sozusagen rechts oder links, könnt ihr euch absuchen, je nachdem, in welchem Land ihr fahrt, weiß ich nicht, abbiegt und auf der Avernastraße landet. Weg vom Amaretto hin zum Averna. Hier ist das gute Zeug. Ich möchte euch natürlich die Homebar-Freiheit-Absolution erteilen. Ihr könnt das mit allen Amaros ausprobieren, die in eurer Homebar schon lange rumstauben. Was gibt es da? Montenegro, es gibt so viele. Averna, Ramazzotti müsste eigentlich auch gehen. Weiß ich nicht, habe ich nicht probiert. Montenegro geht. Probiert es doch aus. Am schönsten ist es, das Original ist quasi Averna und ich finde, es gibt einen geilen Schokoton. Kommen wir gleich zu. Dafür brauchen wir, wie so oft, für einen guten Whisky Sour, deswegen habe ich Zitronen gepresst, fast so gut wie Jeffrey Morgenthaler oder umgekehrt. Ich verbessere, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, zunächst einmal brauchen wir ein Eiweiß. Ein frisches Ei. Wenn es geht, nur das Weiß, meistens klappt es. Wenn man drüber redet, meistens übrigens nicht. Das ist ja ganz normal. Falls ihr euch fragt, mit wem ich hier rede, hinter der Kamera stehen mittlerweile vier. Es werden mehr! Es werden mehr! Stimmen aus dem Off! Nur im Original bei Hatrako. Gibt's nur bei Hatrako. Ist immer, da kommt zufällig, das ist immer so bei Hatrako, wenn du so, dann komm auch so aus dem Agenturbereich. Da kommen wir schon mit Fahrstuhl hochgefahren. Ja, hallo, grüß euch. Die wissen gar nicht, was ihnen passiert. So, zurück zum Drink. Voller Fokus, alles gut. Wir haben jetzt ein Eiweiß hier drin. Jetzt brauchen wir 3 Zentiliter vom frisch handgepressten, organischen Bio-Super-Zitronensaft. Der ist jetzt hier drin. Jetzt, ich habe mich versucht, ans Originalrezept vom Morgenthaler Sour zu halten und würde jetzt 5 cl dieses köstlichen italienischen Amaros nehmen, Averna heißt das gute Stück, und dann 2,5 cl von einem kräftigen Bourbon. In Berlin haben wir genommen den Wild Turkey. Es gibt ihn auch in 101, da ist er schön kräftig. Der Yellowstone hier ist auch, jetzt habe ich zu viel genommen. Warte. Jetzt 2,5. Na gut, man muss. Oh, es ist so schön nussig. Ah, es war genau richtig. Wenn man hier redet und. Also 5 cl, 2,5 cl, 3 cl Zitronensaft. Und jetzt so eine Spur Zucker, so ein halbes cl, gar nicht so viel, weil der Averna, der kleine Lümmel, bringt ja schon ein bisschen Zucker mit. Jetzt werden noch mehr Leute kommen, weil ich zu wenig Gläser, aber ist alles gut. So, haben wir alles drin? Ich muss mich nebenbei konzentrieren. Wir haben Ei drin, wir haben alles drin, ist geil. Jetzt können wir das ganze Ding schütteln hier. Dafür muss ich ein bisschen umbauen. Meine Eisstation, meine improvisierte Hatrako-Eisstation. Gut, es war nur ein Eiswürfel, ich muss das mal mit der richtigen Hand machen, hier so richtig. So, jetzt wichtig, erstmal dem Ganzen hier ordentlich Kälte geben. Ihr kennt das hier alle, wenn man einen guten Whisky Sour machen will, der kann natürlich, oder in diesem Fall beim Morgenthaler, sollte er mit Eiweiß sein, dann muss man den schön schaumig machen. Das gelingt dann in der Regel durch zweifaches Shaken. Einmal mit dem Eis, dann wird es schön kalt. Dann gibt man das wieder zurück. Jetzt ist das kalte Getränk hier drin. Jetzt hat man folgendes Problem, wenn man bei Hatrako in der Lagerhalle sitzt oder in der Fulfillment-Logistik-Wunderzentrum. Guten Tag, es werden immer mehr, es gefällt mir. Jetzt habe ich hier Eis, das gebe ich hier einfach rein. So. Könnt ihr zu Hause natürlich genauso machen. Jetzt machen wir es mal ein bisschen schaumig. Also kein Eis vergessen, ganz klar. Einfach nur schon. Jetzt wird es ein bisschen fluffelig. So. Und jetzt
Ich bin ein bisschen stolz auf dieses Glas. Habe ich gefunden, fand ich sehr gut. Also Profis unter euch werden es verstehen. Zauberglas hat eigentlich immer einen Fuß. Also, ich habe lange gesucht, ich habe es gefunden. Es könnte jetzt nur sein, dass es nicht passt. Deswegen geben wir gleich noch Eis dazu. So. Wir sagen 2 Eiswürfel. Vorsichtig hinein. Und jetzt, nee, ich mache 3. Jetzt sind wir vor folgender Situation, die ihr euch gar nicht vorstellen könnt. Das ist der Stress, der sozusagen, den ich hier mitmache, den ihr gar nicht mitkriegt. Ich habe hier ein, jetzt Not a Morgenthaler Sauer, und 1, 2, 3, 4, 5 Leute, die darauf gieren. Tja, deswegen würde ich sagen, ich weiß, wie er schmeckt. Es sollte so, einer muss jetzt trinken. Wer möchte trinken? Guck mal, die Mutigen vor. Sehr gut, genau, komm. Juhu. Viel Spaß damit. Gerne. Er sollte schön, ich will es nicht verraten, aber ich finde, er hat so eine Schokonuss-Note. Also Nuss kommt durch den Bourbon, Schoko ist ganz leicht. Vielleicht ist auch ein bisschen übertrieben, aber ich finde es sehr gelungen. Ein bisschen herb. Oh, es ist, das Gesicht hätte ich jetzt schon gerne auf Kamera. Ah, sehr gut. Was man wissen muss, man kann natürlich immer die Proportion verschieben. Das heißt, du könntest ein bisschen weniger Averna nehmen und ein bisschen mehr Bourbon. Könnte uns gefallen, das ist grundsätzlich ein bisschen mehr Alk. Man kann das so auf Hälfte, Hälfte hochspielen. Da wollen wir jetzt mal nicht zu genau sein. Aber ja, das ist der. Alles klar, gut. So, das war der jetzt Not im Morgenthaler Rezept. Not im Morgenthaler Sauer Rezept hier unter dem Video. Weil ich weiß nicht, ob das bei dem ganzen Chaos hier rübergekommen ist, aber ich glaube auf jeden Fall, ja, es ist hier gut rübergekommen. Also, bis zum nächsten Trinkabenteuer. Ich freue mich drauf hier aus den heiligen Hatrako-Heim. Bis dahin, tschüss.